Das ist Robokino und heute geht Sex and the City weiter auf Netflix. Da sind wir wieder, Überraschung auf Netflix, unterwegs. Darren Star, der Macher von Sex and the City, und Jeffrey Richman, der Macher von Modern Family, die haben sich zusammengetan und eine neue Serie kreiert. Und da läuft jetzt die erste Staffel seit, ich glaube, Ende Juli auf der beliebten Streaming-Plattform. Worum geht es da? Es geht um Michael. Ein Mid-End-40er, gespielt von Neil Patrick Harris, dem Barney Stinson aus How I Met Your Mother. Und der lebt seit 17 Jahren in einer Beziehung mit Colin. Und Colin verlässt ihn aus heiterem Himmel an seinem 50. Geburtstag, also an Colins 50. Geburtstag. Und Michael ist total vom Kopf gestoßen. Er war in einer eheähnlichen Beziehung, alles war seiner Meinung nach fantastisch, und auf einmal ist alles zu Ende. Colin ist ausgezogen, weg. Rückholaktionen funktionieren nicht und nun findet sich Michael in einer Situation, mit der er überhaupt nicht zurechtkommt. Als homosexueller Mann, Mitte 40 in New York City nach einer so langen Beziehung. Und da kommt er halt überhaupt nicht mit klar, weil sich einfach Dinge geändert haben. Er versucht, was mit neuen Leuten anzufangen, aber das ist halt total schräg, weil, wie gesagt, das Leben sich verändert hat. Da hat man auch mal ohne Kondom Spaß, weil es geht mittlerweile, ist er absolut nicht gewohnt, fühlt sich da unwohl, und einer, der versucht, ihm sogar was zu spritzen. Ganz schräge Situation, und das ist absolut nicht sein Ding. Er ist quasi ein Boomer in dieser Welt und hätte eigentlich ganz gern seine Beziehung wieder, auf der Couch sitzen, Liebe und Netflix gucken. So ungefähr ist das. Mit dabei ist auch noch Tisha Campbell, die kennt man auch, hatte mal eine Schlammschlacht mit dem guten Martin Lawrence gehabt, und die kennt man auch aus diversen Filmen und Serien. What's Up Dad hieß die, glaube ich, mit einem der Waynes-Brüder, da gehörte sie zum Hauptcast. Michael ist ein Edelmakler in New York City, zusammen eben mit seiner Kollegin, besten Freundin, die gespielt wird von Tisha Campbell. Hat natürlich auch noch seine Clique, seine Bubble, mit der er so rumhängt. Und dann entwickelten sich eben so Sex in the City typische Alltagsdinger. Und ich habe Sex in the City geschaut und das war irgendwie immer so eine Sache, man konnte es nicht hundertprozentig für ernst nehmen. Das waren Rich Girls, bei denen es halt einfach immer nur um das eine ging irgendwie. Und so ähnlich kann man Uncoupled auch bezeichnen. Und das ist aber eigentlich ganz gut so. Das war so eine, Sex and the City war so eine Serie, da hast du dich mit deiner, also damals meine Freundin, die hat es halt geschaut, und da hast du dich halt dazugesetzt. Und hast es halt geguckt, und irgendwann, wie auch bei diversen Seifenopern, bleibst du da drauf hängen und guckst es dir halt weiter an. Es ist unaufgeregt, das Ganze. Das meine ich damit. Richtig identifizieren ist halt schwierig. Ich lebe nicht in New York in einer 300.000-Dollar-Wohnung. Ist ein bisschen schwierig. Ist eine surreale Geschichte, die kann man sich wirklich zum Entspannen reinziehen. Kommt auch, so wie ich es gesehen habe, bei den Nutzerkritiken auf Netflix ganz gut an die Geschichte. Neil Patrick Harris, der trägt das halt natürlich. Und da braucht man nichts Großartiges zu sagen. Das macht er super. Ich hatte trotzdem ein bisschen Probleme mit dieser Serie. Denn es, surreal trifft es halt wirklich. Jeder eineinhalbte Dialog führt zu einer Bettgeschichte. Oder zumindest zu einem echt Heavy Flirt oder Rumgemache. Sowas, also ich war auch oft weg in meinem Leben, aber so krass
Wow. Nicht schlecht. Weiß nicht, ob das so... Ja, da fehlt einem auch ein bisschen die Tiefgründigkeit dann vielleicht, ja, dass nicht alle Menschen sofort auf das eine abziehen, nämlich ab in die Kiste. Keine Ahnung. Könnt ihr mir so schreiben, vielleicht ist das in eurer Bubble so. Ich fand's halt ziemlich krass. War auf jeden Fall trotzdem eine lustige Sache. Gegen Ende, es sind 8 Folgen, die gehen ja knapp unter einer halben Stunde, lässt sich also auch super wegballern. Ich hoffe, dass vielleicht in der zweiten Folge, in der zweiten Staffel ein paar mehr Folgen drin sind. Auf jeden Fall, gegen Ende versucht man dann doch so ein bisschen so eine Tiefgründigkeit, Realismus mit ein bisschen Schockmomenten oder Schicksalsschlägen einzubauen, wo ich am Anfang dachte, oh, jetzt probiert ihr nochmal die Kurve zu kriegen, weiß ich nicht, ob das mich jetzt noch trifft, aber da muss ich sagen, das hat sich dann zum Schluss der letzten Folge in einen Dialog quasi entladen, erfüllt, den ich echt schön fand und wo ich sagen muss, ja, das bringt mir doch am Ende so eine Message wie, es ist echt wichtig, gute Freunde zu haben, aber auch genauso wichtig, ein guter Freund zu sein. So möchte ich das stehen lassen. Uncoupled auf Netflix, 8 Folgen, knapp unter einer halben Stunde mit Neil Patrick Harris und Tisha Campbell, die da einige Adventures in New York City erleben müssen. Zieht's euch rein, wenn nicht, ist auch okay und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Like und Abo wäre super. Und Mann, ich verlabere mich heute total. Ich bin kurz vorm in Urlaub fahren und deshalb, ja, seht's mir nach, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.